Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute ein Unboxing machen und zwar habe ich ein Paket von MyEnds erhalten. Ich habe dieses Paket am Sonntag letzter Woche bestellt und es ist am Dienstag, also heute, angekommen. Es ist das erste Paket, was ich schon von MyEnds bestellt habe und es wird auch mein erstes Unboxing sein. Also ich wünsche euch viel Spaß. Und ich würde mal sagen, dann fangen wir mit den Unboxing mal jetzt langsam an. Dazu nehme ich mir jetzt mein Messer. Erstmal aufschneiden. So, da oben ist es auf. Jetzt noch an den Seiten. Rechts ist es auf. Die andere Seite nochmal. Hier ist es jetzt auch auf. Jetzt öffnen wir es und wir sehen als erstes ein bisschen Papierkram. Das schmeißen wir schon mal weg. Darunter sind drei Visitenkarten von MyEnds. Tja, wenn man mal jemanden etwas weiter entfernen kann möchte, kann man die ja geben. Hier haben wir noch eine Infokarte zur Webseite und zum Shop von MyEnds. Und wir haben hier noch ein paar Informationen. Danksagungen und so weiter, dass wir bei ihnen bestellt haben. Darunter sehen wir einmal Polsterfolie, ich sagte immer zu gerne Knallfolie und da ist ein Heatpack drin. Ich finde das übrigens gut, weil ich habe das nicht mitbestellt. Ich finde es also gut, dass die es einfach einmal mitliefern, auch wenn man es nicht bestellt. Dann haben wir hier ein Futterjelly, eigene Herstellung. Das muss kühl gelagert werden. Hier sind dann wahrscheinlich die Ameisen drin. Darum werden wir uns später kümmern. Dann entlüfte ich, welche Kolonie es ist oder welche Königin. Hier haben wir wahrscheinlich die Tonschale drin, die ich bestellt habe. Die werde ich gleich öffnen. Hier haben wir eine Tränke. Jeder kennt sie. Erstmal alles zur Seite räumen. Alles ordnen. So, jetzt haben wir hier noch einmal Ceramis. Das ist für die Befeuchtung gut. Also wenn ihr die Ameisen können ihre Feuchtigkeit, also im Nest selber damit regulieren. Hier ist eine Sand-Dehn-Mischung, 500 Gramm. Und hier haben wir nochmal Lehmpulver. Das kann man zum Ausstreichen von kann man benutzen, zum Beispiel bei Jutongnestern. Hier haben wir nochmal Folie. Das kommt jetzt mal weg. So, hier nochmal das Heatpack. Hier haben wir die Tonschale, die ich jetzt auspacken werde. Entschuldigung, dass es so wackelt und ihr schlecht sehen könnt, weil mit einer Hand filme ich und mit der anderen, ja, muss ich auspacken. Das ist leider nicht so einfach. Also bitte verzeiht mir das. So, jetzt noch das Papier zur Seite tun. Und ja, hier haben wir die Tonschale. Oben ist sie, glaube ich, glasiert. Und unten ist sie einfach nochmal Ton. Hier haben wir nochmal das Ceramis. Nochmal zur Befeuchtung ist das geeignet. Können die Ameisen sich selber regulieren, die Befeuchtung. Sind Lehmpulver, meine ich. 500 Gramm. Hier ist nochmal Sand-Lehm-Gemisch. 500 Gramm. Kann man als Bodengrund benutzen. So. Da alles solche hinsetzen.
So, jetzt haben wir die Tränke. Die musste ich gerade auch noch auspacken mit einer Hand. Nochmal das Futterjelly, eigene Herstellung. Ja. Da haben wir jetzt eigentlich jetzt alles hier. Okay, ich lege es nochmal auf eine Stelle, damit man das gleich im Überblick hat, was alles dabei war. Muss jetzt zwar nicht ordentlich sein, aber ich lege das jetzt mal grob auf alles auf einen Haufen, damit man gut erkennen kann, was ich mir alles bestellt habe. So. Hier haben wir also das, was wir bestellt haben. Tja. Nun kommen wir zu der Kolonie, zu der Ameisenart, die ich mir bestellt habe. Hier ist noch meine Visitenkarte von MyAnts. Ich werde die jetzt ohne euch auspacken, weil es jetzt etwas schwierig ist. Hier haben wir sie, die Königin. Das ist eine einzelne Ameise, das ist die Königin der Art Mesa Barbarus. Diese Form ist eine Kolonie, eine körnersammelnde Ameise. Fütterung oder Gründung folgt klaustral, ohne Fütterung. Ja. Die Ameisenart ist monogyn, also sie gründet ohne Königinnen, also verträgt sich nicht mit anderen Königinnen. Hier habt ihr sie nochmal zu sehen. Die sind sehr schreckhaft. Also wenn man einmal wackelt, ist die ganze Kolonie schon ganz außer Häuschen. Also ich werde die jetzt runden lassen. So, hier haben wir sie nochmal genauer. Das ist jetzt ein paar Stunden später. Sie ist ruhig geworden jetzt. Ich habe ihr Körner gegeben. Ein paar davon hat sie schon nach hinten getragen. Ich hatte sie die ganze Zeit in der Box, die ihr jetzt im Hintergrund seht, drin. Da ist Watte drin, damit die da schön ihre Ruhe hat und in Ruhe gründen kann. Ab Ende November bis Anfang Dezember könnte diese bei 15 Grad einwintern. Die Winterruhe endet im Januar, da könnt ihr sie wieder rausholen. Das war's jetzt mit dem Unboxing-Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein Like und nette Kommentare, so, vielleicht sogar ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Video und ciao, Leute.